Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Horiander und ich spiele Bioshock. Wir haben hier gerade eine Little Sister geerntet. Vor kurzem. Und da rennt jetzt hier irgendwo noch so ein Big Daddy rum, der wahrscheinlich danach sucht oder so. Deren eigentlichen Begleiter habe ich erledigt. Hier gibt es noch ein bisschen Kleinkram zum Plündern. Wo klopfst du jetzt gerade gegen? Ist hier noch eine zu ernten vielleicht? Anscheinend nicht. Die klopfen gegen diese Dinger hier und dann kommt so eine Little Sister da raus. Hab ich zumindest gehört. Aber das ist eigentlich nicht das, worum wir uns kümmern wollen. Gibt es hier noch irgendwas, was wir vielleicht kaufen wollen? Wir haben $67 dabei. Schrot bin ich einigermaßen ausgestattet. MG-Patronen bin ich einigermaßen ausgestattet. 45. Das ist mir auch zu teuer. Eve-Spritzen. 4 Stück habe ich. Nehmen wir nochmal eine. Nur so vorsichtshalber. Ich hätte ja noch irgendwo... Gibt es hier irgendwo einen... Okay. Gibt es hier irgendwo noch so einen... Komm her. Okay. Nehmen wir noch mal ein paar Dollar mit. Die hatte ich hier, glaube ich, alles schon durchsucht. Ja, da war ich. Hier war ich schon mal. Da ist ein Gatherer's Garden. Da ist eine Vita Chamber. Gibt es hier irgendwo... Eine Genbank. Ich habe doch so eine Karte mit M. Ja, mit M komme ich da raus. Wohin möchte ich? Ich möchte zu so einer Genbank, denn ich möchte meine... Aber hier ist keine in der Karte, nicht wahr? Okay, es gibt hier noch... Da wollen wir hin. Es gibt hier aber noch ein paar Räume, die eventuell interessant sind zu begutachten. Das werden wir jetzt mal tun. Vielleicht finden wir dann hier eine. In der Zwischenzeit können wir uns aber vielleicht auch noch mal... Was haben wir denn hier? Zornversuch, Liebe für die Wissenschaft. Das haben wir, glaube ich, alles schon. Verletzbarkeit der Gatherer. Haben wir uns das schon angehört? Hören wir uns das doch mal an. Das war... So. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt der Wirt. Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten... die Beatmung einstellen. Ja, das hatten wir schon mal gehört, aber okay, dann haben wir es jetzt noch mal gehört. Sie war hier deplatziert. Es interessiert mich nicht, wo sie ist. Naja, $2 noch rausgeholt, okay. Das war nicht unbedingt die Patronen wert, die ich dafür investiert habe. Aber ja, hier waren wir eigentlich überall schon. Das ist gar nicht das, was ich gesucht habe. Wenn wir jetzt hier rausgehen und dann links, dann sollten wir da in die Richtung kommen. Medistation, die brauchen wir gerade nicht. Die Tür ist zu. Von innen versperrt vermutlich. Wenn wir dann uns jetzt rechts drehen und ein Stückchen die Wand weiter verfolgen, kommen wir dem dann näher? Hier rein? Auch versperrt. Das heißt, wir kommen irgendwann nochmal zurück in diesen Level. Ja, ha, 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 ha. Nehmen wir doch mal so ein Verbandskasten. Wer schießt da von wo auf mich? Oh, 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 von da. Okay.
Und jetzt so. Und jetzt so. Und dich möchte ich... Schluss. Und hacken. Das wollen wir machen. Okay. Okay. Da ist mein Eingang. Und wir wollen da oben hin. Das ist ja in der Tat eine relativ einfache Geschichte hier. Gehen wir doch mal hier senkrecht nach oben und noch ein bisschen weiter nach oben. Dann sind wir schon mal bis hier. Und dann den da drauf und dahin und fertig. Dankeschön. So, wenn du jetzt bei der Gelegenheit noch Bandagen, ja, die nehmen wir jetzt mal gerne und die nehmen wir hier auch. Und dann können wir vielleicht auch aufhören hier. Da kriegen wir die Tür auf. Okay. Dann können wir nochmal diese Bandagen verwenden und hier vielleicht noch Registrierkasse, ein paar Dollar, ja, gerne, danke. Und hübscher Ausblick auf die Stadt. Bandagen, wäre wahrscheinlich gesammelt, okay, gesammelt ist auch gut. Hier gehen wir mal. Ich. Was war das? Okay. Bandagen gesammelt. Nichts drin, auch nichts in dem Schrank hier. Da ist noch mal so ein. Ich hab meine. Genau. Haha. So macht man das. Und hier wollen wir dann doch lieber wieder. Welchen Schrank untersuche ich da? Egal, ist leer. Der ist auch leer. Plasmide sind die Farbe. Das hören wir uns an. Tannenbaum. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist der Einwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Wo kam der gerade her? Sowas. Tempohacker. Aha. Zeit auf ihrer Seite, das ist ja auch nett. Wieso habe ich denn leere Slots? Hier. Okay. Ich dachte, ich hätte Kampftonika schon gehabt, habe ich die aufgebraucht? Okay. Dann haben wir hier zwar keine Gendatenbank gefunden, das war doch der Raum, den ich... Ja, dann wollen wir hier nochmal wieder raus. Das heißt, erstmal schauen wir mal, wo wir vielleicht... Da ist noch ein Schrank, den ich nicht untersucht habe, aber der ist auch leer. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo hinkommen. Wer bist du? Du willst mir bestimmt was Böses, oder? Das wird mal laufen. Okay. Mein Eve ist schon wieder fast völlig aufgebraucht. Das ist unpraktisch. Ich meine, dieser Elektrobolt ist fein. Panzerbrechende Munition. Autohacker. Autohacker, ja, davon hatten wir schon einen, den ich bis jetzt noch gar nicht benutzt habe. Tisch untersuchen. 19 Dollar, das ist Peppriegel, den essen wir auch. Der gibt uns ein bisschen Eve. Ionischer Schrot, gerne. Kartoffelchips, Tschetschenischer Wodka, den will ich nicht nehmen. Hier noch irgendwas anderes Interessantes liegen? Nein.
Nichts an. Da unten blinkt noch was. Pistole, ja. Pistolenkugeln können wir jetzt wieder aufsammeln. Nachdem wir so fleißig Pistolenkugeln verwendet haben. Gut, nochmal in die Karte gucken. Haben wir denn jetzt? Wir haben noch nicht alles gesehen. Da gibt es noch eine Tür. Erstmal können wir diese Türsteuerung benutzen. Dann ist das schon mal wieder offen. Das ist ein Shortcut. Zurück. Aber wir können auch hier nochmal wieder durchgehen. Denn hier war noch so eine Türsteuerung, die wir hier aufmachen können. Oh, die bleibt nicht offen. Ah, Automatiktür. Geht auf, sobald man in die Nähe kommt. Das ist in Ordnung. Was haben wir denn in dieser Richtung noch? Keine durchsuchbaren Kisten jedenfalls. Da ist eine Leiche, die leider nichts dabei hat. Da ist eine Leiche, die da lief wer. Da lief wer. Schlüssel benutzen. Habe ich irgendwo einen Schlüssel aufgesammelt? Oh ja, ich habe einen Schlüssel von Dr. Steinmann aufgesammelt. Ist das der, der hier funktioniert? Okay, probieren wir es. Zum Chompers Dental Office. Wo kriege ich den wohl? Ja. Okay. Da die im Wasser stehen, hat das sehr gut geklappt. Da ist irgendwas, was blinkt. Und da ist noch mehr, was blinkt. Das möchte ich eigentlich alles haben. Kann ich nicht hier durch, wenn ich... Nein. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wo kann ich wohl diesen Schlüssel herkriegen? Hab ich vielleicht irgendwo was übersehen? Ist hier irgendwo irgendwas, was ich noch nicht durchsucht habe? Karte gucken. Ist der einzige Zugang dazu. Wo mag ich wohl diesen Schlüssel herkriegen? Sowas wie... Das hier wäre ja eigentlich ein guter Ort, um sowas zu verstecken, aber dann ionischer Schrot. Doch noch was übersehen. Hier irgendwas noch, was ich hätte sehen können und nicht gesehen haben. Eigentlich nicht. Der Schrank ist leer, den habe ich auch schon durchsucht. Du bist nur ein ganz normaler. Hier habe ich meinen Speedhacker her. Krabbeln wir nochmal hier durch. Auch hier ist eigentlich nichts weiter. Dahinter vielleicht? Nein. Den Tisch haben wir durchsucht. Okay, das ist also nichts, wo wir den Schlüssel herkriegen können. Ärgerlich. Karte gucken. Hier haben wir alles durchsucht, soweit. Da ganz am Eingang sind jetzt noch ein paar Sachen, die wir uns noch nicht weiter angeguckt haben. Das heißt, wir machen uns doch mal in die Richtung, die uns der... Zeiger da oben, eigentlich war ich hier, war ich drin, nicht wahr? Ja, hier war ich drin. Die der Zeiger uns eigentlich anzeigt. Und ich habe gerade gesehen, dass mein Timer leider ausgestiegen ist. Ich benutze mein Telefon dazu. Dann gucken wir doch mal. Ja, noch ein bisschen Akkuladung habe ich. Der war von die größte Lüge der Welt. Einer... Anzeige verdeckt, so dass ich nicht sehen konnte, wie lange ich schon spiele. Aber wir sind noch nicht so weit. Hier, Eternal Flame? Nein, Eternal Flame, da war ich drin. Hier. Der Holocaust? Da, genau. Wo das hier gefroren ist. Das heißt, ich muss dann wahrscheinlich... Ah, war das ein taktischer Fehler? Dass ich mein Flammtonikum... Hallo... Haut ihr euch?
ihr haut euch nicht. Wow! Haben wir es jetzt. Jetzt haben wir es. Okay. Und jetzt kommt die Schwester vorbei und holt sich das, die Little Sister. Da lassen wir sie vielleicht mal einfach ihre Arbeit machen. Da hätte ich geschickterweise auf das Telekinese-Tonikum umschalten können. Das ist mir aber... Da liegt noch was. Kiste mit Granaten. Und die ist leer. Das ist wahrscheinlich die, die der bei sich getragen hat. Und die ist dann darüber geflogen. Das würde mir auch nicht viel helfen. Da liegt noch was. Kann ich das mit Telekinese... Habe ich mir das gerade hergeholt oder ist das gegen die... Ah. So macht man das. Da kommt mir eine Idee. Da kommt mir eine Idee. Wo wollte ich jetzt hin? Nicht zu denen. Da war ich. Nein. Ich wollte Dental Services Area, da wollte ich hin. Da gab es noch eine Tür, die mir verschlossen war. Gab es hier nicht auch noch irgendwo einen Durchgang? Ich meine mich daran zu erinnern, dass es hier irgendwo einen Durchgang gab. Wo kommen die immer wieder her? Kuchen mit Cremefüllung, okay. Ist vielleicht nicht das Schlechteste. Und ein paar Pistolenkugeln nehmen wir auch gerne mit. So. Wo war jetzt die Tür, in die ich nicht reinkam? Die war hier. Telekinese. Key Return. Schlüssel zu Chompers Dental. So macht man das. Tür auf. Da ist eine Kamera. Das rote ist eine Kamera. Und hacken. Da oben ist mein Tonikum. Sehr schön. Da unten wollen wir hin. Hat das nur einmal geklappt mit dem Tonikum? Habe ich das gerade richtig gesehen? So. Irgendwas bewegt sich doch da im Hintergrund. So. Okay. Fertig. Kamera ist meine. Lag hier nicht noch irgendwas rum, was ich noch... Hier ist eine Registrierkasse, die ist aber leer. Und hier ist ein Nitro-Splicer, der mir noch einen Kuchen gönnt. Okay, nehmen wir doch mal einen Verbandskasten, denn ich glaube, ich habe da gerade mir selber einen Elektroschock verpasst. Das war äußerst clever. Ein paar Dollar und noch ein paar Dollar. Ihr seid, die Nitro Splicer sind etwas reicher als die anderen. Wo kommt die Kamera her? Hier ist noch eine Kamera. Aus dem Raum. Aus dem Raum? Nein, nicht aus diesem Raum. Okay. Antipersonen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo die eventuell sinnvoll sein könnten. Der Schrank ist nicht zum Durchsuchen. Der Schrank ist zum Durchsuchen. Der Schrank ist leer.
Antipersonen. 25. Au, das war ein Topfmagazin, ein Pfannenmagazin. Ich weiß gar nicht, ein Rundmagazin. So heißen sie, glaube ich, auch. Oh, 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 oh. Und hatten. Gut, mein Slow-Tonikum hat auf jeden Fall mehr als einmal funktioniert. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir wollen hier doch ein bisschen dann in die Richtung. Und dann hierhin. Und dann vielleicht dahin. Und da ist noch ein horizontales Stück und dann sind wir fertig. Dankeschön. Oh, noch ein Safe. Auch wieder was zum Hacken. Wo wir schon dabei sind. Wo ist denn da oben ist? So. Ha! Das baut sich ja fast von alleine hier. Viel einfacher kann es dann auch nicht mehr werden. Und was ist drin im Safe? Oh, 80 MG-Patronen. Zwei Verbandskästen. Der hat sich gelohnt. Der hat sich außerordentlich gelohnt. Noch mehr ionischer Schrot. Ob ionische... Wow! Hey, lass mich los! Physik-Engine, oh, guckt euch dieses Wasser an. Sieht das nicht großartig aus? Okay. nichts weiter in dem Schrank. Haben wir den durchsucht? Den... Da ist eine Leiche. Ah, keine Ahnung, was das ist. Hier noch ein paar Bandagen. Die Kamera gehört mir. Dann ist das rote Licht von der hier gekommen. Okay, haben wir das auch geklärt. Oh, noch jede Menge Bandagen. Was die Gesundheit angeht, hat sich der Ausflug hierhin auf jeden Fall da. Ist eine Eve-Spritze. Das wurde aber... Oh, ich bin fast... Die sind fast aufgebraucht. Da waren wir drin und haben es durchsucht. Sehr schön. Dann haben wir auf diesem Level alles gesehen. Wir haben auf diesem Level alles gesehen, bis auf das hier vorne, wo ich dummerweise... Ah, das war ein Fehler. Mein Flammen... Plasmid zu wechseln. Das war in der Tat ein Fehler. Okay. Ah ja, die Tür haben wir aufgeschaltet. Die haben wir freigeschaltet. So, nehmen wir doch mal Worte, die auch Sinn ergeben. Wo ist der nächstgelegene Verkaufsautomat? Ich brauche Eve-Spritzen. Ich brauche dringend Eve-Spritzen. Der nächstgelegene Verkaufsautomat ist die Treppe rauf. Der rennt hier immer noch ganz einsam durch die... Da ist der Verkaufsautomat, nicht die Treppe rauf. Das ist der da, doch, Eve-Spritzen. $200 habe ich. Dann nehmen wir noch mal eine mehr mit. Das hat sich auch geldmäßig gelohnt, da noch mal einen Abstecher zu machen. Ich wäre so gerne hier... Funeral Homes, okay, vielleicht wären Funeral Homes doch nicht so interessant, schrägstrich relevant, was das angeht. Aber nachdem wir jetzt schon wieder... Schätzchen? Nehmen wir doch nochmal so einen Verbandskasten, wo wir schon dabei sind. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Hab ich dich erledigt?
Das bist du nicht. Hier muss doch jetzt irgendwo ein Splicer rumliegen, ein frisch erledigter. Wo hast du dich versteckt? Wo ist sie hin? Leadheads überall. Hast du hier nicht auch noch irgendwo eine Pistole verloren, aus der ich zumindest ein paar Kugeln zurückkriegen kann? Da ist deine Pistole. Gut. Ich habe meine Pistolenkugeln damit fast vollständig aufgebraucht. Das ist ja auch... Shift war's? Ja, Shift war's. Was haben wir denn hier? Panzerbrechen 6, Antipersonen 1. Vielleicht sollte ich doch wieder dazu übergehen, den Leuten einen mit der Rohrzange zu verpassen. Das könnte praktischer sein, als weiterhin meine Pistolenkugeln zu verschwenden. Nehmen wir noch mal einen Schluck Eve. Und dann haben wir jetzt... Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Aha. Jetzt haben wir etliche Folgen in diesem Medical Pavillon, in der Chirurgie verbracht. Jetzt machen wir uns dann doch endlich mal auf den Weg. Die Handtasche habe ich auch schon durchsucht. Auf dem Weg zu dem Notausgang. Ich habe hier doch wen lachen gehört. Wo steckst du? Wir sind kurz davor. Das wäre jetzt genau der Zeitpunkt, um uns einen Endboss für diesen Level nochmal entgegenzuwerfen. Da ist noch ein Verkaufsautomat. Ich habe ja so ein bisschen was an Geld noch dabei. Au, hier gibt's keine. Doch, hier gibt's Eve-Spritzen für 20. Okay, nehmen wir noch mal eine. Und 6. Eine Ladung für $20. Oh, ungerne, aber es hilft ja nicht viel. Okay, da ist noch mal eine Vita-Chamber. An der gehen wir vorsichtshalber noch mal vorbei, um sicherzugehen, dass sie aktiviert ist. Ah ja, von hier sind wir gekommen. Und hier ist der Ausgang. Okay. Hauen die gerade von mir ab? Oder hat er sich... Okay, ich muss meine Telekinese ein bisschen besser zielen. Rennt der jedes Mal da nach oben und holt sich neue Granaten? Werd ich denn treffen? Verbandskasten. Ja, ich treff. Komm her nochmal. Das ging daneben. Es ist jetzt sehr unpraktisch. Verbandskasten. Das ist ja eine ganz blöde Situation, in die ich mich jetzt gerade manövriert habe.
eine wirklich ganz blöde Situation. Erwischt? Ich glaube, erwischt. Ich glaube, alle erwischt. Das war... Das tut mir leid. Also so dusselig habe ich mich schon lange nicht mehr in einem Spiel angestellt. Das war... Ja. Schlecht gezielt mit der Telekinese und... Das war völliger Unfug. Das war wirklich völliger Unfug. Was haben wir hier? Access denied. Da gucken wir gleich mal hin. Der ist immer hier nach oben gelaufen und hat sich von hier Notfallzugangskontrolle. Okay, da soll es jetzt wohl weitergehen, nicht wahr? Aber wisst ihr was? Da geht's jetzt nicht mehr heute weiter. Nachdem ich mich so blamiert habe, soll das für heute reichen. Und ich sage, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.